Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Julfa und herzlich willkommen zu Super Five Nights at Freddy's. Ich hatte euch ja im letzten Part und im ersten Part gefragt, Freunde, habt ihr überhaupt Bock auf das Spiel? Und man könnte durchaus sagen, dass ihr definitiv Bock auf das Spiel habt? 1000 Daumen nach oben und richtig viele Kommentare waren auf dem letzten Video. Und deswegen spielen wir Super FNAF natürlich weiter, Freunde. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das ganze Spiel durchspielen, weil hier gibt es ja auf jeden Fall ein paar Sachen zu entdecken. Und ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich die ganze FNAF-Story gar nicht hundertprozentig kenne. Also ich kenne die schon grob, aber nicht hundertprozentig. Euch hat das überhaupt nicht gefallen? Manche Leute waren sehr erzürnt darüber, dass ich die FNAF-Story gar nicht kenne und dass ich doch voll vieles verpasst habe, Freunde. Aber das sehe ich dann ja jetzt alles in Super FNAF. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video euch natürlich auch wieder 1000 Daumen nach oben wert ist, Freunde. Das wäre richtig, richtig geil. Wir spielen jetzt einfach mal weiter mit der zweiten Nacht in Super FNAF. Ha, das hat sich gereimt. Okay, Freunde, Nacht Nummer 2. Super Five Nights at Freddy's. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch so passiert. Was wir jetzt noch so rausfinden über die Animatronics. Okay, Freddy sagt, es ist Zeit. Zeit wofür? Was machen wir? Wir werden unseren ersten Schritt heute Nacht tun. Oh Gott, ich glaube, sie werden den Nachtwächter angreifen. Okay, Chica sagt jetzt auch was. Okay. Ich werde euch von jetzt an helfen. 6 Augen sind besser als 4. Okay, wir wissen ja, in der zweiten Nacht wird Chica aktiv, also ist das natürlich vollkommen logisch. Okay. Oh, Freddy geht los? Nee, Freddy, warte. Hier, der Schlüssel für die Küche. Okay. In der Küche bekommen wir Unterstützung? Unterstützung von wem? Unterstützung aus der Küche? Oh. Okay, und Bonnie sagt jetzt natürlich, ich glaube kaum, dass wir es in 2 Nächten schaffen werden, das alles zu tun. Aber gut, mal gucken, wir müssen unser Bestes geben, ne? Okay, Freunde, ich kann jetzt hier oben aus dem Inventar öffnen und dann kann ich, glaube ich, den Schlüssel... Kann ich dann... Okay, wir haben den Schlüssel aufgehoben. Wie kann ich das Inventar schließen? Inventar? Ah, so, okay, alles klar. Okay, gehen wir mal in Richtung Küche. Wir haben ja jetzt den Schlüssel dafür. Und dann gucken wir einfach mal, was denn da drinnen überhaupt für eine Unterstützung auf uns wartet. Ich meine, Freddy sagt, in der Küche werden wir Unterstützung kriegen. Aber dann ist ja wirklich die Frage, Unterstützung von wem genau? Ich meine, wer ist denn in der Küche? Golden Freddy? Ist der in der Küche? Nee, ich glaube nicht, ne? So, das hier ist die Küche. So, wollen wir die Tür öffnen? Ja. Mit dem Schlüssel? Wir benutzen den Schlüssel. Natürlich wollen wir den Schlüssel benutzen. Und die Küche öffnet sich und wir gehen rein. Okay. Oh, von Puppet kriegen wir Unterstützung. Okay. Puppet. Oh. Puppet klingt richtig creepy, Alter. Puppet sagt, nun gut. Was suchst du hier? Ja. Puppet, wir brauchen deine Hilfe. Ah nein, wir brauchen Informationen. Wir brauchen Informationen über ihn. Ah, Chica und Foxy sind jetzt auch noch da, Freunde. Okay, die fragen jetzt auch alle nach. Chica fragt jetzt auch, du hast uns noch nie wirklich was über ihn gesagt. Und Foxy sagt, du hast ihn jahrelang beobachtet. Jahrelang hat Puppet ihn beobachtet. Puppet, dann lass mal hören. Sind wir aber sehr, sehr, sehr gespannt. Also wollt ihr wirklich alles wissen? Und warum jetzt auf einmal? Das ist wirklich eine gute Frage. Warum auf einmal? Er ist zurückgekehrt. Wir können alle Informationen brauchen, die wir kriegen können. Okay, das klingt natürlich logisch. Er ist wieder da und wir müssen ihn bekämpfen. What? Fragezeichen. Was? Puppet ist, glaube ich, auch überrascht, dass er wieder da ist. Okay, wir sollen Puppet erst Beweise bringen, dass er wirklich wieder da ist und dann werden wir reden. Okay, wo kriegen wir Beweise her? Was für eine große Hilfe du bist. Natürlich, erst brauchen wir Beweise, Freunde. Okay, und das ist die einzige Bedingung. Wir müssen Beweise besorgen und dann wird uns Puppet sagen, was hier los ist. Oder wird uns Informationen über ihn geben, besser gesagt. Okay. Aber was für ein Beweis. Ah, okay, Freunde, wir können jetzt scheinbar auch die Animatronics wechseln. Okay. Denn wir sollen jetzt als Chica rumlaufen und Beweise dafür suchen, dass er wieder da ist. Freunde, als ich gerade aus der Küche rausgegangen bin, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, aber guck mal, wer hier in der Ecke hockt.
Golden Freddy, hä? Aber gut, suchen wir erstmal nach Beweisen. Ich werde einfach mal hier in den Gang runtergehen. Ich meine, das ist ja der Gang von Chica. Und mal gucken, ob wir dort unten irgendwas holen oder sehen können oder so. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal runter. So. Und da ist ja schon das Büro. Kann ich jetzt... Warte, kann ich da reingucken? Nee. Kann ich... Ja, okay. Wenn wir hingehen, geht die Tür natürlich zu. Was ist das hier? Ein leeres Regal. Okay, da ist ein leeres Regal. Wenn wir näher kommen, macht der Nachtwächter natürlich die Tür zu. Und jetzt macht er sie wieder auf. Aber wir brauchen Beweise. Und ins Büro kommen wir nicht. Also müssen wir uns von irgendwo anders Beweise holen. Aber wie? Oh, Freunde. Seht ihr das? Hier ist einfach ein Geist. Von Toy Bonnie, wie das aussah. Hä? WTF? Da war einfach ein Geist. Holy shit, okay. Okay. Okay, aber ich bin ja kein Geisterjäger, Freunde. Ich brauche Beweise, damit Puppet uns hilft. Ich werde jetzt einfach mal jeden Raum abgehen, einfach nur um zu gucken. Oder kann ich auch mit Freddy reden? Mit Freddy reden? Ich hoffe, sie werden kooperieren. Ja, okay, Freddy kann uns auch nicht weiterhelfen. Freddy weiß auch nur, dass Puppet uns hoffentlich hilft. Aber wir brauchen, wie gesagt, erst einen Beweis dafür, dass er wirklich hier ist. Ich meine, hier ist wieder der komische Geist, okay. Ich gehe mal in den Raum hier rein. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Beweis? Keine Ahnung. Okay, hier sitzt noch ein Endoskelett. Hol dir einen Anzug-Endoskelett. Genau, hol dir doch mal einen Anzug-Endoskelett. Kann ich in die Tür hier rein? Sollte ich diese Tür öffnen? Ja, mach. Ah, okay, ich hab... Ah, okay, dafür bräuchte ich einen Schlüssel, den ich natürlich nicht habe. Also kann ich da nicht rein. Dann gehen wir mal wieder raus. Ah, Freunde, was ich nicht wusste, ist, dass man scheinbar auch in den Mittelgang runtergehen kann. Und dann ist hier scheinbar, wenn ich das richtig sehe, eine Kamera, Freunde. Eine Kamera. Und mit einer Kamera kann man Bilder machen. Okay. Und Chica sagt das auch. Einer der Kunden hat scheinbar eine Kamera zurückgelassen. Und bestimmt können wir diese Kamera benutzen, um ein Bild von ihm zu machen, Freunde. Okay. Ich bin jetzt gerade natürlich eine ganze Weile rumgelaufen und habe als gesucht, was ich machen muss. Ich habe dann eben einfach nachgeguckt und scheinbar kann man in diesen Mittelgang reingehen. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte noch lange suchen können, weil ich das nicht gefunden hätte. Aber wir gehen jetzt mal hier runter und machen jetzt einfach mal, ich würde sagen, hier ein Bild mit unserer schönen Kamera von ihm. Freunde, von ihm. Okay. Oh, da ist Chica, Freunde. Und jetzt... Zack, einmal schnell ein Bild gemacht. Und da haben wir natürlich den Beweis, den wir Puppet bringen müssen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Bitte lass mich gehen, Mr. Bonnie. Ich verspreche, ich werde niemandem dein Geheimnis verraten. Shh, es wird alles gut sein, Amanda. Okay, holy shit. Alter! Deinen Freunden geht es gut, sie haben nur Spaß. Oh, Leute, da sind irgendwelche Kinder in Anzüge gestopft worden. Also, warum gehst du nicht auch zu ihnen, Amanda? Oh, Mann, Leute, es ist halt wirklich... Also, das ist scheinbar Purple Guy, ne? Das ist der Purple Guy. Und er hat wohl Amanda auch in irgendeinen Anzug reingestopft. Also, ist vermutlich... Chica ist vermutlich Amanda. Okay, Freunde, wir haben jetzt in unserem Inventar oben, ihr seht es, das Bild von dem Kerl. Und er ist wahrscheinlich Purple Guy, ne? Da können wir jetzt davon ausgehen, ihr hattet mir das ja auch schon in die Kommentare geschrieben, dass derjenige, der hier der Nachtwächter ist und derjenige, um den es geht, derjenige, der er ist, ist vermutlich dieser Purple Guy. Oder ziemlich sicher, hundertprozentig eigentlich. Okay, sagen wir mal Puppet, wir haben den Beweis. Da ist der Beweis. Ein Bild... von ihm. Da, guck's dir an. Guck's dir an, Puppet. Okay. Oh, der ist jetzt auch Golden Freddy. Da ist Freddy auch. Okay. Du hattest recht. Das ist ganz sicher er. Okay. Ich würde dieses Gesicht niemals vergessen. Alles klar. Ich bin überzeugt. Okay, Puppet hilft uns jetzt, denke ich mal. Hä? Es ist Zeit. Okay, was passiert jetzt? Ich werde euch alles sagen, was ich weiß.
für dieses Monster. Okay? Puppet wird uns jetzt wohl eine kleine Geschichte erzählen. Alles klar. Okay. Und Puppet oder der Junge, der Puppet mal war, hat in das Dinner reingeschaut oder reingestarrt. Und dann... Ah, okay. Muss ich reingehen? Muss ich reingehen? Ich hatte keine Einladung zur Party. Also wurde ich nicht reingelassen. Okay. Puppet musste also draußen warten. Und dann... Warte, muss ich jetzt wieder reingucken? Oder... Ja, wir starren weiter durchs Fenster. Während alle Spaß hatten, war ich draußen. Emotionslos. Oder bewegungslos. Bewegungslos. Nicht emotionslos. Um die Sache noch schlimmer zu machen, kam er. Hier, wir hören ein Auto. Natürlich ein lilanes Auto. Bevor ich wusste, was passierte, ist er einfach aus dem Auto rausgesprungen. What? Und hat mir in die Brust gestochen. Holy shit, was? Der hat das Kind einfach umgebracht? Hä? Ich bin verblutet, bevor ich wusste, was überhaupt passiert ist. Und er fährt einfach weg. FNAF ist schon echt krank manchmal, Leute, ne? Er ist einfach weggefahren, ohne ein Wort zu sagen. Und ohne... Was heißt das? Ah, Remorse heißt Reue. Das wusste ich gerade gar nicht, Leute. Habe ich voll vergessen. Jedenfalls ist er weitergefahren, ohne ein Wort zu sagen und auch ohne Reue. Er hat es also einfach getan. Einfach ein kleines Kind umgebracht. Nach ein paar Sekunden hat mein Herz angehalten und alles war vorbei. Es sollte alles vorbei sein. Okay, ja, natürlich war noch nicht alles vorbei. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich keinen Frieden finden. Ich war in dieser Zwischenwelt gefangen und wusste nicht, was ich tun sollte. Okay? Oh. Dann habe ich realisiert, dass ich die Chance habe, Rache an meinem Killer zu nehmen. Okay? Dann wurde der Junge zu Puppet. Ich habe eine der Attraktionen in Besitz genommen. Und zwar die, die jetzt gerade vor euch steht, und habe weitergelebt. Der Junge ist also in den Körper von Puppet reingefahren und hat gewartet und beobachtet. Oh je, aus irgendeinem Grund ist er immer wieder gekommen. Immer in irgendeine von den Locations von Freddy Fazbear's Pizza. Immer wieder gekommen. Und hat damit weitergemacht, andere Kinder umzubringen. Und fünf von ihnen wart ihr. Oh je, ey. Und den Rest der Geschichte kennt ihr. Wow, das ist... Also die FNAF-Story ist halt wirklich schon sick, Leute, ne? Also ich wusste, dass Kinderseelen in den Animatronics drin sind. Aber wie genau das abgelaufen ist, wusste ich, um ehrlich zu sein, nicht. Okay. Und der einzige Weg raus aus diesem Albtraum ist... Rache. Rache. Aber das wissen wir mittlerweile, sagt Puppet. Mittlerweile wissen wir das. Okay. Was mit Golden Freddy? Das war's. Die Geschichte ist vorbei. Okay. Arbeitet mit dieser Information, wie ihr wollt. Okay. Golden Freddy ist dann natürlich die fünfte Seele rein, theoretisch, ne? Freunde. Aber das war die zweite Nacht von Super FNAF. Wir haben jetzt 6 Uhr und haben die zweite Nacht auch hinter uns gebracht. Und Freunde, das war's dann natürlich auch wieder für diese Folge von Super Five Nights at Freddy's. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit diesem Video. Ich denke mal, wir werden dann auch irgendwann in den nächsten Videos noch die fünfte Seele aktiv sehen. Und zwar in Golden Freddy, was auf jeden Fall noch richtig interessant wird, Leute. Aber ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, genauso gespannt wie ihr. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr nicht gemacht habt, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Trimmer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.